Und jetzt Meyers Nachtgedanken. Herzlich willkommen bei Meyers Nachtgedanken. Und heute bespreche ich einen Film, der im Filmbewusstsein vorhanden ist wie kein zweiter. Einer der relevantesten Filme des 21. Jahrhunderts. Einer der großen Meisterwerke von einem japanischen Regisseur. Es ist kein Parasit, es ist ein Kalmar. Der Calamari-Wrestler von 2004. Bei uns rauskommen 2005. Rausgekommen, als wäre der in unsere Kinos gekommen. Von Minoru Kawasaki. Jetzt überlegen einige, vielleicht haben sie den Namen schon mal gehört, der hat die Ultraman-Fernsehserie gemacht. Diese Trash-Reihe mit den Riesenfiguren, was man ja halt noch so kennt. Ultraman, wenn man da ein Bild von sich hat, dann weiß man, was ich meine. So, und der Calamari-Wrestler klingt ja erstmal wie der allergrößte Trash, den man sich vorstellen kann. Und wie typisch für diese ganzen Serien, natürlich ist es ein schlechtes Kostüm und alles. Es ist aber eigentlich eine Rocky-Parodie. Beziehungsweise es parodiert das ganze Sportgenre mit seinem typischen Aufbau. Ein Underdog kämpft sich nach oben, der anders ist. Nun muss er verschiedene Hürden überkommen. Der große Endkampf kommt auf ihn zu. Der Film nimmt sich außerhalb vom Kalamar auch todesernst und erzählt das runter, als wäre es Rocky. Das macht die Sache halt total amüsant zu gucken, weil die Leute diskutieren über die Gewinnchancen des knochenlosen Kalamars, dass man ihn beim Wrestling ja nicht mit einem Suplex auf den Boden schmeißen könnte. Und man sitzt da und sieht wirklich, wie ein großer japanischer Mann versucht, einen Tintenfisch auf den Boden zu hauen mit einem Wrestling-Move. Es ist super, aber es hat auch eine richtige Geschichte dabei. Es hat einen Drama-Plot um... Es geht auch ums japanische Bewusstsein, um die Atombomben und wie weit das Wrestling da ja halt auch zur Kultur und so dazugehört und inwieweit das japanische Bewusstsein durch den Fortschritt sich verändert hat und wie dringend man wieder einen Held in der Gesellschaft bräuchte, der jetzt der Calamari-Wrestler wird. Ich möchte euch tatsächlich das Ende nicht verraten, weil es geht darum, dass der Calamari-Wrestler eigentlich ein zu Tode geweihter Wrestler war, der eigentlich sich aus Krankheitsgründen zurückgezogen hat und nun kehrt er zurück. Und die Geschichte ist eigentlich auch so eine Mystery-Geschichte, weil man begleitet im zweiten Handlungsstrang noch einen Fernseh- und Nachrichtenreporter und der möchte herausfinden, warum der Calamari-Wrestler wer ist und er hat halt schon sofort am Anfang eine Vermutung. Und jetzt gehen diese zwei Geschichten los. Man hat einerseits Trash-Wrestling und andererseits hat man diesen Plot. Sehr interessantes Ding, tatsächlich sehr viel nachdenklicher und ruhiger an manchen Stellen, als man glaubt. Und das Finale ist hervorragend. Also, das möchte ich euch nicht verraten. Der Film ist wirklich empfehlenswert. Problem ist, den werdet ihr nicht kriegen. Ich habe die einzige jemals erschienene deutsche DVD, die es davon gibt, gekauft von Asian Film Network. Kauft den kriegt er gebraucht für, was weiß ich, 2 Euro. Er ist trashig, aber ziemlich gut. Mit gutem Humor und auch einer interessanten und ansprechenden Story. Der Regisseur hat noch einen Film gemacht, der hat es auch zu uns geschafft. Monster X gegen den G8-Gipfel. Ja, genau der G8-Gipfel. Die Filme, dann gibt es noch Office Koala, da geht es darum, dass ein Koala ins Büro geht und Leute terrorisiert. Ganz komisch. Und der Film, den ich unbedingt von ihm sehen will, ist 2006 bzw. 2007 erschienen. Da geht es um eine fußballspielende Krabbe mit Down-Syndrom, die Torwart werden will. Und der Regisseur hat gesagt, das ist wie Forrest Gump, nur mit einer riesigen Krabbe. Ja, ist das der beste Film oder was? Also, ich bitte euch wirklich, guckt diesen Film, guckt mehr Filme von Kawasaki. Es sind super Filme. Der Film ist billig, aber er ist kompetent gemacht und das macht ihn wirklich gut. Also volle Empfehlung für Calamari-Wrestler, wenn ihr mal was Trashiges und anderes gucken wollt, was aber nicht komplett anspruchslos ist. Weil im Gegensatz zu sowas wie Sharknado und so einem Kram, nimmt er sich ernst und kann auch eine Geschichte erzählen. Der Regisseur, aber auch der Film. Deswegen, guckt unbedingt der Calamari-Wrestler, da macht er nichts mit falsch, obwohl man es anfangs denkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Das Filmgespräch und wir haben noch so viel zu besprechen.